Wisst ihr, die machen immer nur auf Charmi-Schmalzi, bis sie rausfinden, dass ich mit meiner Stirn einen Zementblock zertrümmern kann. Eine zauberhafte Nummer. Blaubeermuffins. Nach einem alten Hausrezept. Lecker. Klingt gut. Sehen ja toll aus, Alex. Oh mein Gott. Wie nennt man das? Chinesische Kampfmuffins. Da gibt's überhaupt nichts zu lachen. Ein Kumpel von mir hat meinen Kampfmuffin an die Brust gekriegt. Sie haben ihn dann in 4 Tiefkühlbeutel verpackt nach Hause geschickt. Das sind keine chinesischen und keine Kampfmuffins. Das sind Mampfmuffins. Alex, alles okay? Sie hat Probleme mit ihrer geheimen Identität, Bosley. Haben wir das nicht alle? Rutsch mal. Alex. Alle meine Engel. Das Herz ist ein Muskel. Beim Bodybuilding trainieren wir unsere Muskeln. Und so werden sie größer und stärker. Und so ist es auch beim Herzen. Na super, dann müsste ich das Herz eines Nashorns haben. Hast du auch. Und du kannst verdammt stolz darauf sein. Mésange. Diese kleinen Wunden werden heilen. Und wenn's hart auf hart kommt, dann werden eure Herzen so viele Muckis haben, dass ihr seine Liebe mit 60 Mal Trizeps ziehen mit 3 Wiederholungen durcharbeiten könnt. Danke, Bossi. Entschuldigt bitte, ich, das Telefon ruft nach mir. Guten Morgen, meine Engel. Guten Morgen, Charlie. Dylan, Alex, Matthew. Ich hoffe, ihr seid gut erholt und bereit für euren nächsten Auftrag. Das ist Eric Knox, ein brillanter Ingenieur und Gründer von Knox Technologies, einer aufstrebenden Kommunikationssoftwarefirma. Gestern Abend wurde Knox gekidnappt und man hat ihm seine Stimmidentifikationssoftware gestohlen. Wer ist die Lady, die Sie zurückgelassen haben? Vivian Wood, die Vorstandsvorsitzende von Knox Technologies. Oh, es war Ihre Idee. Dann können wir ja alle nach Hause gehen. Engel? Die Dame heißt Vivian Wood, unsere neue Klientin. Hi. Wir sollen ihr helfen, Eric Knox zu finden. Hallo. Hi. Miss Wood, wer würde am meisten von Knox Verschwinden profitieren? Ich vermutlich. Ich bin sein Kompagnon. Bevor wir Partner wurden, waren wir Freunde. Hat Knox irgendwelche nennenswerten Feinde? Roger Corbin, der Besitzer von Red Star Systems, der größten Satellitenkommunikationsfirma der Welt. Vor 6 Monaten hat er versucht, Knox Technologies aufzukaufen. Als Knox sich geweigert hat, ist Corbin total ausgeflippt. Charmant. Gibt's schon eine Lösegeldforderung? Nein, nichts. Aber ich weiß, dass er noch am Leben ist. Ich sehe mir das Garagenvideo nochmal an. Vielleicht gibt's da einen Hinweis.